Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde. Hier ist wieder euer Jan und euer Uli von Immer am Limit. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Resident Evil 6. Freut mich, dass du da draußen wieder mit dabei bist, um mit uns gemeinsam die Geschichte fortzuführen. Jan ist natürlich wieder mit an meiner Seite. Ihr seht's ja, er metzelt hier ordentlich weg. Hallihallo, alle zusammen. Ja, letzte Folge war sehr spannend. Wir wurden hier bombardiert. Alle Menschen mussten leiden. Und sind jetzt natürlich alle Zombies geworden. Und wir müssen jetzt hier irgendwie verschwindibus irgendwo hin. Ja. Du musst mal hier rüber, weil die Dings kommt immer näher. Jawohl. Und runter. Und runter. Oh, Mann. Oh. Da ist Benzin drin, hoffe ich. Oh ja, oder? Ja. Oh, kommt dir diese Szene bekannt vor? Richtig, liebe Freunde. Wir sind jetzt hier, wo wir vorhin, vorhin hat mir gefallen, als wir das Spiel gestartet haben. Da hatten wir ja praktisch unsere Tutorial-Runde und da sind wir jetzt auch, glaube ich, angekommen. Ja, nur grapschen. Gefällt mir. Und wegen sie ist tot. Ha! Annie ist klar. Leon, das ist... Ada, ich dachte, sie wäre tot. Wir müssen hier weg, Digga. Ja. Wir müssen da rüber. Wie lang? Kommst du? Ja. Ja. Leon, hören Sie mich. Ist alles okay? Ich lebe. Ich fürchte, es wird alles noch schlimmer. Oh, endlich was Grünes, was ich wieder nicht nehmen kann. Oh, ich muss irgendwas wegschmeißen. Ja, hier, komm. Scheiß drauf. Auf jeden Fall Grünzeug nehmen und zeigt mich nichts mehr zum Heilen. Hm. Feuerrand? Ja, ich bin hier. Ach ja. Der Anfangssequenz, da hab ich dich hier noch durchgeschleppt und jetzt kannst du plötzlich alleine laufen. Was soll das? Dann muss der hier ins Kombi kommen. Ja, wollte gerade sagen. Oder auch zwei. Da ist aber schon. Und Grünzeug müssten wir dann nochmal im Auto finden. Schön ins Bein schießen. Ja, Grünzeug. Ach man, jetzt kann ich wieder nichts nehmen. Schmeiß ich denn dann weg? Nee, das ist mir zu schade. Schmeiß ich das weg. Hier ist auch nochmal Grünzeug. Echt? Nee, bei mir nicht. Nee? Ja. Echt, ja? Okay, ja. Ah, guck mal, was im LKW drin ist. Oh ja. Nice. Sehr nice. So, wir wissen... Ada Wong lebt noch. Jan kann wieder nicht laufen, eckt überall an. Oh, wer kommt denn da?
Hast du aber im Tutorial nicht. Nee. Hat sich die Geschichte vielleicht verändert? Weiß es nicht. Wer weiß es. Wird nicht nach mir geschlagen, vor allen Dingen nicht mit den der ekelhaften Forke. Oh, okay. Wir müssen da runter. Leon! Jawohl. Hannigan, kommen wir hier zum Turm? Ja, gehen Sie einfach geradeaus weiter. Dann wollen wir das mal wagen. Geradeaus weiter hat mir natürlich gefallen, nur ich komme irgendwie nicht weiter. Musst du da irgendwie hoch? Nee. Achtung! Ach hier, jetzt. Ah ja. Da uns, Hilfe! Ja, wir müssen hier weg, Digga, sonst wird's uns passiert. Kavum! Kavum? Kavum! Hierher! Einsteigen! Unsere Rettung! Flieg mal schnell, ja? Verdammt, ich krieg die nicht hoch. Komm schon. Er kriegt die mal wieder nicht hoch. Schwarzfahrer immer, ne? Aber wirklich. Mist! Festhalten! Oh Mann. Oh, mal kurz parken hier. Hallo, Wolf Meier, Marco Meier, alle am Start. Autschen! Boom! Oh, guck mal! Unsere Fans! Die Essensleute locker leuchtet. Ah, die da oben, meinst du? Ja. Och, dann machen wir mal Platz. Ah, boom! Alles okay? Ja. Guten. Oh, warte mal, hat hier auch noch Loot? Kann das sein? Ja.
Oh, rote Pflanze. Na gut, Munition habe ich ohne Ende. Oh, da ist auch eine grüne Pflanze. Niceness, okay. Alter. Warte mal, was schmeiß ich denn dann weg? Ja, hier, diese scheiß Munition kann weg. Niceness. So, dann kann ich das gleich mal kombinieren. Zack, zack. Jawohl, halt wieder 12. Wunderbar. Jo, wunderbar. Ah, warte mal, können wir hier nochmal Munition für euch selber mitnehmen. Und da hinten. Ah, kommen wir sofort. Jetzt sind die da. Oh, was zählt denn da noch? War ja nochmal Munition. So, okay. So, Leute, ihr wisst, was jetzt kommt. Das habt ihr in der ersten Folge gesehen, was jetzt gleich passiert, wenn wir hier runterfallen. Wir kriegen Besuch. Bin gespannt, wer das ist. Ja. Okay. Im ersten Video sah es anders aus. Noch nicht genug? Wer ist das? Also wirklich, in Folge 1 sah es aus wie so ein T-Rex-Bein. Ja. Was? Sie war nicht! Ada! Scheiße, Verrat! Sie haben... Ich hoffe, Sie haben Freunde im Jenseits. Hier wird Sie niemand vermissen. Kommt noch mal eine kleine Kampfeinlage hier. Okay, das kriegen wir nicht so kaputt. Oh, das wird ja mal riesiger, das Vieh. Okay, und kann schreien. Okay, haben wir gelernt. Auf jeden Fall gibt es hier einiges an Munition, was wir hier sammeln können, Digga. Ja. Aber irgendwie brauchen wir was Größeres, habe ich so das Tatsächlich Gefühl. Ist er wirklich ein T-Rex, wenn ich jetzt zurückgucke. Ja. Hat ja gut geraten, siehst du, kannst mal sehen. Ja, kann man nämlich aufmachen. Doch. Achtung, er kommt. Ja. Und er schmeißt hier Fahrzeuge durch die Gegend. Oh, hier haben wir nochmal Grünzeug. So, nochmal Grünzeug. Oh, gut. Gut, Digga. Komm mal. Das kann nicht sein. Hallo. Komm mal rauf da auf den. Pass auf, er verwandelt sich. Geh lieber weg da. Okay, müssen wir mal gucken, ob wir raufschießen. Also Ada schießt ja wie ein Ochse, ne? Mhm. Oh, er kommt zu mir. Ich muss mal flüchten kurz. Auf Krampf. Also ich kann mir vorstellen, dass wir hier bestimmt so ein Fahrzeug zerstören müssen. Und hier liegen ja so auch so Tonnen rum, so Benzintonnen. Ja. Hier liegt auch einiges an Heilung rum. Oh. Geil! Ja, optimal, Digga. Guck mal. Ja. Hast du gesehen? Ja. In seinem Maul. In the face. In the face, genau. Schneller! Und? Ich mach die Schnelligkeit!
Elektriker, Vater. Auf dem Bauch hat er auch so eine Dinger. So eine Ohren. Da kommt er. Achtung! Nice. Geil gemacht auf jeden Fall. Warte. Oh nein. War doch so schön mit der Knarre. Hey. Oh fuck. Okay, Feuer, das ist schon mal nice. Okay, wir müssen türmen. Jetzt ist er wohl wütend. Ja, glaube ich auch. Konzentration, wir erledigen die. Boah, Mistvieh. Okay, er wird wieder klein. Kann man wieder ran an die Olga? Du. Sei verdammt. Pack meine Magnum noch, ja. Okay. Mal einen Türmerig machen. Boah. Oh. Muss los. Oh, er wird wieder klein, glaube ich. Ich werde euch töten. Ich werde ins Kreuz hier mal eine Ladung. Ah, ist wieder clean. Der hält aber auch aus, ne? Was soll ich dir? Ja. Der will nicht verrecken, der Hund. Achtung. Ah. Bis da hinten, okay. Jetzt ab. Das war doch endlich mal. Jetzt ist dein Auge offen, Digga. Ja. Oder haben wir die geschafft? Okay. Eine Sauge da. Nur warum hat Chris gesagt, dass Ada tot ist? Ja, das weiß ich auch nicht. Vielleicht erfahren wir es noch. Ja. Sie fliegt aufs Dach. Endlich funktioniert der Aufzug. Ey, ich kann mir nicht helfen, ob der schon tot ist, ey. Ach, nichts. Mhm. Los geht's. Mhm. Muss nicht unbedingt sein, ne? Nee. Das erste, wie gesagt, das Vieh wurde ja immer größer. Guck mal, erst war es so ein Säbelzahntiger, jetzt war ein T-Rex. Mal sehen, was als nächstes kommt. Bei Feuer soll man doch den Aufzug nicht nutzen, Freunde. Es ist mehr als eine Freundschaft zwischen ihnen, nicht wahr?
Sie sind verliebt in sie. Ah ja. Diese aus dem Grund soll man den Fahrstuhl im Brandfall nicht benutzen. Freunde, Freunde, Freunde. Ist ja gerade nochmal so gut hier. Oder? Mal gucken. Oh. Jetzt können wir hier noch ihn auf Spider-Man machen. Gucken Sie lieber nicht runter. Hatte ich nicht vor. Wie das aussieht. Hoffentlich passiert das nicht. Aua. Mehr. Festhalten. Am Glied. Simmons! Oh! Sie hätte den Helikopter lieber behalten sollen. Das ist der Ada, oder? Ja. Mhm. Läuft bei ihr auf jeden Fall. Ada! Ja, das stimmt. Sie ist rum! Schnell! Was können wir jetzt machen? Snipen? Okay. Genug jetzt. Erledigt, Kevin! Oh, bei uns, Digga! Oh. Wo kommt der denn jetzt her, ey? So, ey. Und wieder einer hinter dir. Muss man den Sniper hier bearbeiten. Oh, ja. Was? Das sind ja keine Munition. Warte mal. Ah, müssen wir hier von hier hinten jetzt bis... Ah, das geht. Wenn die immer her, die Burschen. Ich weiß nicht. Wir müssen tatsächlich hier stehen bleiben, wa? Mal gern gehen, ey. Oh Mist! Na, hat gerade neue Fähre, die Burschen. Ey. Ah, Mann, da war doch grün Zeug, das wollte ich doch haben. Los, Leon. Beeilung. Mist. Vorsicht! Oh oh. Obligatorischer Griff nach vorne zum Glied. Jawohl. Ja. Oh, wie viele sind da uns? Wie denn? Kann ich schießen? Ich hier hänge. Oh oh! Ada! Helena, ich brauche Deckung! Er macht hier den Helden. Ada, hören Sie mich? So darf es nicht enden. Wo ist er denn? Ja, vor mir. Achso, warte mal. Immer zusammen, aber nicht mit mir. Na los, auf. Ich. Wenn Sie ja wirklich Ada sind, stehen Sie das durch. Wir beide schaffen das. Oh. Er lässt sich erschießen, alles klar. Ich habe nur die Augen entspannt. Einschlafen bei der Arbeit? Scheiße.
wechsel wir gleich wieder auf den Kopf. Das kann es sein? Ah! Alter, das gibt's doch nicht. Nicht runterkomme, das ist doch scheiße. Ruhig, 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 ruhig. Ah, oh, ey, da macht hier gerade einen Longkick. Bin ins Face. Okay, explodiert hier. Ah. Muss aber los, ey. Uiuiui. Immer kurz. Nein! Oh! Alter, was macht denn das Vieh immer mit mir hier? Ich weiß nicht, was ich machen kann. Der lacht sich immer ins Fäuste, wenn er ihn abschießen will. Boah, warum ist bei mir jetzt ein Zombie hier? Aber mir hier auch einige. Hier kommen wir auch nicht weg. Das gibt's doch nicht, das muss aber irgendwie zu besiegen sein. Ich kann ja sagen, ey. Ach, Kacke, ey. Dass der da nicht wohl drauf schießen muss. Und jetzt war das. Leon! Oh oh. Ein Hurensohn. Wollen Sie leben? Dann betteln Sie um Ihr Leben. Ich passe. Man kriegt nicht immer, was man will, Simmons. Nein! Ja, klar. Mal ganz ehrlich, wir haben mit Schrot, mit einem Sniper-Rifle, ja, mit einer Magnum auf ihn geschossen und sie piekst ihn da so eine etwas größere Nähnadel ins Kreuz und fertig, oder wie? Naja. Naja. Was willst du? Warum hilfst du uns? Weil ich dich liebe. Es tut mir wirklich leid, aber ich muss jetzt los. Auf dem Dach finden Sie mein Abschiedsgeschenk. Wir sehen uns wieder, Leon. Ada! Worauf warten Sie? Gehen Sie ihr nach. Nein. Wir bleiben zusammen. Jawohl, ja, siehst du, und schon ist er glücklich. Da wird so nass. Da wird so schön nass. Mhm. So, Abschiedsgeschenk haben wir bekommen. Ja. Schrauber, wa? Wahrscheinlich. Oder Zombies.
ist unser Rückflugticket. Wenn wir es erreichen können. Ah ja. Kann doch nicht wahr sein, ey. Niemals auf, oder? Genug ist genug. Endlich kriegen Sie, was Ihnen zusteht, Simmons. Wir sind in der Hölle frei. Dreck. Er versperrt den Ausgang. Du musst tun, wir etwas dagegen. Sperrt den Ausgang. Okay. Oh, was war das? Können wir dir ausweichen? Das ist die Frage. Mann! Aha. Wo läuft das? Jetzt, los! Oh, hier ist noch was zu looten, ja. Hoffen wir doch mal. Ja, auf jeden Fall ist der Heli nicht mehr weit. Je schneller, desto besser. Genau, je schneller, desto besser. Vielleicht einfach nur rennen. Weil wenn wir jetzt hier uns mit den Zombies... Ah, warte mal, da hinten ist noch Loot. Ruhig! Leon! Ah, ja, Magnum, auch nicht schlecht. Hier lang! Ah, macht Jan Stress, ja? Macht Jan Stress? Ja, mach ich. Okay, wie kommen wir jetzt da hoch? Ah ja. Müssen wir wieder was schieben? Ach ne, hochschmeißen. Okay. Hoch mit ihm! Wolski. Oh, er wurde ja immer größer. Oh, wundervoll. Leon! Wir brauchen bald Godzilla, um das Ding zu besiegen. So. Wie gesagt, das Ding muss ich in Bewegung halten, weil meine Uni geht nämlich gleich aus. Die mögen es brutal, was? Kann es nicht lange aufhalten mit Vieh. Oder? Ja. Ja. Bewegt sie noch nicht? Mensch, Erika, ganz ehrlich. Jetzt, was immer sie tun, es funktioniert. Ich passe auf sie auf. Ja, nur unter dem Stress, Alter. Ja, nee. Und dann gibt es das fliegende Vieh. Das macht er dann kaputt und dann muss man gleich wieder anmachen. Helena, was ist los? Jo. Moment, ich kümmere mich darum. Einfach am Hebel oder was du da machen musst? Ja, ey, ganz ehrlich. Ich bin hier gerade im Stress. Nee, einfach wegrennen und dann machen. Ich kann nicht wegrennen. Ich muss hier an einen Hebel ran. Ja, dann musst du ran.
Der Jan bewegt sich übrigens noch nicht. Falls du noch nicht für dich kriegst hast. Ja, macht nichts. Ich hab da aber schon drauf gedrückt. Ach doch, bewegt sich. Alles klar. Läuft. Sehr gut. Leon, die Luft ist rein. Kommt sie da raus? Sehr gut. Frei die Macht. Oh, hier sind ein paar süße Zombies. So, ich glaube, wir müssen da rüber. Ja. Mal schnell hin. Aufwehr. So, dann müssen wir wahrscheinlich hier das aufmachen, ne? Jawoll. Oh, wieder was ordentliches zu looten. Wir müssen zum Helikopter. Genau, dann müssen wir wahrscheinlich hier hoch, wa? Ja. Oh, da hinten ist noch was zu looten. Hier ist nichts zu looten. Dann gehen wir nochmal da hin. Zack. Oder gucken wir mal, was hier noch so schöne gibt, ne? So, müssen wir jetzt hier runterspringen, oder? Ja, sieht so aus, ne? Ja. Hier links ist noch Loot. Und das Vieh kommt. Muss los, sagt er sich. Damit hielt er sich, ne? Das kann sein, ja. Oh fuck, Alter. Wie groß sind die, ey? Okay, wir müssen den Mist herunterholen. Ja, wie? Solange er in der Luft ist, gehen wir nirgendwo hin in dem Heli. Ich kann nicht zulassen, dass er uns aufhält. Er will seinen Kopf schützen. Er will seinen Kopf schützen, ja. Ich erwische ihn nicht. Ja, wir müssen irgendwo rauf und dann auf seine Augen, ne? Ja. Scheiße. Hinter uns Zombies. Vielleicht können wir ja auch Granaten schmeißen. Ah, er spuckt immer irgendwas und dann... Ja. Oder wir müssen auf diese leuchtenden Teile schießen. Kann natürlich auch sein. Ja. Also hier seine Beine, weißt du, dass er... Auf die Beine! Ja, auf die Beine, sagt er ja gerade. Scheiße ist, dass er dich dadurch immer heilt. Jetzt wieder auf die Beine, wa? Ja. Alter, zu schnell immer hier gefliegt. So, mach die. Alter, die kommen immer alle zu mir hier. Wo bist du denn? Ich bin unter dem Typen. Okay. Er heilt sich wieder. Scheiße. Was war das denn? Ein Blitz? Ah, ja. Ein Blitzableiter. Ein Blitzableiter? Absorbieren, ein schöner Schock. Ah, verstehe.
Was können wir damit machen? Jetzt zielen Sie auf den Kopf! Oh. Da habt ihr den Ring nicht stecken, der sammelt sich da ein Blitz. Nicht schlecht. Ja. Sehr gut. Jawohl. Der so drauf geht. Wie weg? Oh. Auf zum Heli. Der Boden ist instabil. Ja. Halt, komm ich von hier rüber. Zack, zack. Ist nichts zum Loben. Schade. Die kommt bestimmt gleich nochmal. Das wäre. Ja, das glaube ich auch, weil hier steht noch ein Raketenwerfer am Hubschrauber. Okay. Naja, das haben wir gesagt. Mist! Oh, süß. Hast du gesehen? Punktlandung, sag ich nur. Punktlandung. Kann auch nicht gut sein. Nee. Ein bisschen mehr Blut im Körper, ne? Ja. Da hast du jetzt dein Umbrella-Zeichen, ne? Yep. Für meine Schwester. Genau. Na los, auf zum Hubschrauber. Aber okay, jetzt nichts wie weg hier. Kannst du den Raketenwerfer auch noch nehmen? Oh. Jetzt habe ich einen schwarzen Bildschirm. Achso. Mal sehen wieder. Ein Spiegel. Ist das Elders? Danke für den Spiegel. Ja. Kann er die brauchen mit so viel Kacke im Gesicht. Leon, das sind... Beweise für Simmons Schuld. Und somit für ihre Unschuld. Unsere Unschuld. Ich brauch das nicht. Helena. Gute Nachrichten, Leon. Wir haben einen Weg gefunden, den Virus zu besiegen. Roger, wir kommen zurück. Bis später. Dann los. Adios. Haunches. Haunches, ja. Hammer. Wirklich viele Cutscenes jetzt auch im Game, ne? Wahnsinn. Ja. Auch so lange. Ja.
Und da sind wir auch schon am Ende von Resident Evil 6 angekommen, liebe Freunde. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir. Nettes Spiel, aber ja. Ihr seht, die Länge von Resident Evil 5 hat es leider nicht gehabt. Aber trotzdem, Gameplay top, Grafik top, gut storymäßig, ja, hätte besser sein können, okay. Auch von der Länge her hätte es mehr sein können. Aber im Groben und Ganzen fand ich es jetzt nicht schlecht. War okay. Hat das Spaß gemacht. Also muss man sagen, der Ruf war besser, der Ruf war schlechter als das Game jetzt wirklich. Ja, fand ich auch, genau. Meine klar, im Groben und Ganzen, Resident Evil soll ja im Prinzip ein Horrorgame sein. Natürlich auch mit vielen Monstern. Aber Zombies waren auf jeden Fall genug. Wir kamen auch schon mal so ein bisschen in Stress. Bei 5 war es natürlich extrem, also war heftig, gerade weil man ja da viel weniger Munition hatte. Hier hatte ich wirklich viel Munition, muss ich sagen. Also im Vergleich zu Resident Evil 5 oder generell, ja. Ja. Muss ich wirklich sagen, hatte ich extrem viel Munition. Also ging auch nie aus irgendwie. Klar, bei der einen oder anderen Waffe, wo man sich gedacht hätte, da hätte ich gerne mehr Munition gehabt, weil zum Beispiel für die Pistole hatte ich so viel Munition gehabt. Konnte ich gar nicht verschießen. Aber ich bin ja immer eher ein Typ, ich schieße gerne mit der Pumpgun und da hätte ich mir das ein oder andere Mal ein bisschen mehr Munition gewünscht. Macht aber nichts. Dafür hatte ich bei den anderen Waffen umso mehr Munition. Ja, liebe Freunde, das Let's Play ist jetzt auch vorbei. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wie gesagt. Und genau, seid gespannt auf ein neues. Lasst euch überraschen, was es wird. Wir wissen es schon, wir verraten es aber nicht. Also schaltet am besten das nächste Mal wieder hier auf diesen Kanal. Würde mich und den Jan natürlich sehr freuen, wenn ihr uns da ein bisschen unterstützen würdet. Ja, und falls euch diese Folge bzw. dieses ganze Let's Play jetzt gefallen hat mit uns beiden, dann lasst auf jeden Fall eine Bewertung da und ein Däumchen. Und falls ihr noch kein Abonnent seid, lasst auf jeden Fall auch ein kostenloses Abo da. Würde uns auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Ja, und besucht natürlich auch mal unsere Social-Media-Seiten ab, wie zum Beispiel Facebook oder auch Instagram. Wäre auch top. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder mit an meiner Seite. Der Jan, auch nochmal ein großes Dankeschön an Jan, der mit mir das Ganze hier gezockt hat und ermöglicht hat. Hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, Digga. Ja, sehr viel. Ich bin gespannt auf die nächste Aktion. Perfekt. Hast du noch eine Kleinigkeit zu sagen? Nee, also es ist alles gesagt, was du gesagt hast. Wie gesagt, an Resident Evil 5 kommt es nicht ganz ran, aber es ist auch nicht so schlecht, wie es überall steht. Absolut. Alles klar. Gut, ihr Lieben, dann sage ich mal schön mit Ö und bis zum nächsten Let's Play. Immer schön lecker bleiben. Ciao. 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 Ciao.
ist an der Zeit, dass ich Verantwortung übernehme. Dankeschön. Ich bin bereit. Was? Meine Rolle beim Angriff? Die Untersuchungskommission hat die Beweise überprüft und abgelehnt, sie verantwortlich zu machen für Simmons Verbrechen. Außerdem wird nichts davon an die Öffentlichkeit gebracht. Aber... Der Präsident hätte das Gleiche getan. Also gut. Wollen wir uns dem Team anschließen? Leon! Wenn Sie sie wiedersehen... Frauen.